Willkommen auf Boxingard, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute mit einem weiteren Tutorial. Und zwar geht es um einen kleinen Trick, den Lomachenko immer oftmals verwendet bei seinen Gegnern. Vorerst möchte ich euch sagen, falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert mich auch unbedingt auf Instagram unter boxing.arts. Da poste ich regelmäßig Videos von meinem Training und so weiter, was ihr auch für euer Training verwenden könnt. Und was ich mit dem kleinen Trick von Lomachenko meine, das zeige ich euch gleich, aber nach dem Intro. So, jetzt wieder endlich ein Tutorial und zwar diesmal ein Trick von Lomachenko. Ich zeige euch mal genau, was er zum Beispiel macht, wenn er immer eine Kombination geschlagen hat, nachdem er eine Kombination geschlagen hat. Er wechselt zum Beispiel immer den Winkel, ne, was wir immer ganz oft kennen. Ne? Er trifft zum Beispiel hier drei Hände, links, rechts, links, wechselt den Winkel. Okay? So, jetzt ist es aber so, dass wir nicht nur den Winkel wechseln können, indem wir nur die Beine benutzen. Ne? Wir können auch unsere Hände dabei benutzen. Was meine ich damit? Also wenn ihr zum Beispiel jetzt hier 1, 2, 3 schlagt, dann den Schritt hier rüber geht, dann gleichzeitig verdeckt ihr ihn in sein Gesicht mit der Hand. Okay? Also noch einmal. 1, 2, 3. Ihr geht rüber mit dem Schritt. Beim Drehen verdeckt ihr jetzt ihm die Sicht. Okay? Und warum ist das zum Beispiel gut? In dem Moment, wo er die Hände jetzt hier oben hält, dann sieht er nichts mehr hier. Okay? Und dann könnt ihr ihn zum Beispiel zum Körper hauen, ihr könnt ihn zum Kopf hauen, das könnt ihr selber entscheiden. Okay, also, ihr trefft nochmal, 1, 2, 3, ihr gebt in den Schritt raus und ihr haltet ihn hier, ihr haltet ihn hier fest. Und in dem Moment könnt ihr zum Beispiel zum Körper hauen, das geht alles. Ne? Das ist zum Beispiel so eine Methode. Oder aber, ihr nutzt den Schwung, okay, ihr nutzt den Schwung beim Drehen, nutzt ihr den Schwung, indem ihr von ihm wegdrückt. Beispielsweise, 1, 2, 3, hier rüber, hoch. Da bin ich gleich weg von ihm. Okay? Noch einmal. 1, 2, 3, rüber. Okay? Noch einmal. 1, 2, 3, rüber. Und dann seid ihr ganz schnell hier. Okay? Das ist zum Beispiel das, was Lomachenko ganz oft benutzt. Ne? Mit der Hand die Deckung oder die Sicht von dem anderen verdecken, damit er dann gleichzeitig angreifen kann. Ihr könnt zum Beispiel auch das hier machen. 1, 2, 3, ihr geht rüber, hier hin. Jetzt habt ihr das Gewicht hier auf rechts verlagert und hier hinkommen. Okay? Oder aber 1, 2, 3, rüber, okay? Jetzt rechts, weggehen. Geht auch. Ne? Ich zeige euch das nochmal von hier. Also, links, rechts, links, rüber gehen, wegschieben. Okay? Einfach nur wegschieben. 1, 2, 3, Kopf. Wegschieben. Oder ihr bleibt da, 1, 2, 3, hier rüber, bum, bum. Ne? Noch einmal, 1, 2, 3, rüber. Okay? Ihr habt ihn hier fokussiert mit der Hand und dann Körper, Kopf hat. Ja Leute, wir sind auch wieder am Ende des Videos angelangt. Das war jetzt ein kleiner Trick von Lomachenko. Ne? Nutzt das mal mit dem Arm, probiert das mal aus. Entweder erstmal am Sandsack und dann mal beim Sparring ausprobieren. Als Partnerarbeit zum Beispiel und dann schreibt mal in die Kommentare rein, wie das für euch geklappt hat, ob das überhaupt geklappt hat und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch dafür auf jeden Fall und ganz wichtig, abonniert mich auf Instagram unter boxing.arts, da könnt ihr mir folgen, da poste ich regelmäßig neue Videos, was ihr auch für euer Training verwenden könnt und mit einbauen könnt. Ne? Abonniert auch unbedingt diesen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.